Hallo liebe Freunde, ich bin jetzt wieder unterwegs für euch und ich habe wieder was Neues gefunden. Und zwar ist so eine kleine Höhle direkt am Fluss gelegen, direkt am Neckar gelegen. So, was ist jetzt in dieser Höhle? Wir haben hier ganz normale Braunerde, ist ganz natürlich, ganz normal bei uns. Aber wir haben auch solche Löcher hier drin. Was sind das jetzt für Löcher? Es gibt nur eine einzige Tierart, die das kann, und das ist der Eisvogel. Die Löcher sind echt tief, wenn man sich die mal anschaut. Leider kann ich jetzt nicht reinfilmen hier. Und ihr müsst wissen, Eisvögel leben monogam. Das heißt, Männlein und Weiblein bleiben ein ganzes Leben lang zusammen und bauen dann gemeinsam diese Höhlen hier, worin sie dann ihre Jungen zur Welt bringen. Im Moment ist gerade Balz bei den Eisvögeln, das heißt, die Tiere ja, suchen sich, finden sich erstmal wieder. Also die natürlich noch keinen Partner gefunden haben. Das machen sie, indem sie so hintereinander herfliegen. Ich habe tatsächlich jetzt gerade eben auch schon Eisvogel gesehen, aber die sind so schnell, dass ich sie echt nicht fotografiert bekomme. Aber ja, hier leben die. Es ist auch so, dass die Höhlen ganz häufig jedes Jahr neu gebaut werden. Aber wenn mal so eine Höhle besteht, kann es auch gut sein, dass dann eine bestehende Höhle schon mal wieder besiedelt wird, dass sich die Vögel dann halt einfach denken, okay gut, ich nehme jetzt einfach was schon da ist, miste das aus und habe dann wieder einen Brutplatz. Und gerade diese Höhlen hier sind echt uralt, also die gibt es jetzt schon wirklich lange hier und die Vögel kommen wirklich jedes Jahr wieder neu und nutzen die dann, um ihre Jungen zur Welt zu bringen. Also ja, es dauert jetzt noch ein paar Wochen, dann werden die Eier gelegt und dann kommen da auch tatsächlich neue Eisvogeljungen zur Welt. Googelt die Eisvögel einfach mal, die Tiere sind wirklich hübsch. Man geht davon aus, dass der Name Eisvogel kommt von diesem blau schillernden Gefieder, das die Vögel haben. Ja, vielleicht noch eins, so fällt mir gerade ein, so als Jagdtechnik, also Eisvögel ernähren sich in der Regel von Wasserorganismen, also meistens von Fischen, kleine Fische, aber auch andere Tiere, die im Wasser leben. Und dabei stürzen die wirklich von oben wie ein Pfeil senkrecht ins Wasser und schnappen die Tiere dann, die sie dann später essen können. Und wenn die einen Fisch gefangen haben, dann drehen die den erst so, dass er mit dem Kopf zuerst runtergeschluckt werden kann. Wäre das andersrum, dann würden die Schuppen der Fische im Schlund der Eisvögel hängen bleiben und dass der Fisch eben gut nach unten gleiten kann, deswegen drehen die ihn so, dass er mit dem Kopf zuerst gefressen wird. Also guckt es euch nochmal an, das sind die Löcher der Eisvögel. Wenn ihr sowas mal seht, dann guckt es euch wirklich mal genau an bei euch zu Hause. Freut euch, dass es solche Tiere noch gibt und ansonsten macht's gut, bleibt gesund.